Grüß Gott. Sagt man das noch um die Zeit? Sagt man immer, oder? Ja, okay. Ich bin ja von Beruf User Interface Typographer und ich habe mir den Beruf vor ein paar Jahren ausgedacht, wollte mal sehen, ob ich das schaffe, eine neue Berufsbezeichnung zu etablieren. Also auf Deutsch ist das so Benutzeroberflächentypograf, aber das klingt halt nicht so cool. User Interface Typographer war so cool, dass die Page gesagt hat, ah, das schreiben wir auf jeden Fall mit rein. Und seit die Page das geschrieben hat, ist das ein gesetzter Begriff natürlich. Es gibt diesen Beruf, ich bin immer noch der Einzige, aber die Definition ist auch ganz schön hier aus der Page. Frank Rausch, User Interface Typographer, erklärt seiner Familie seinen Beruf wahlweise mit, ich mache Apps und ich setze Text auf Knöpfe. Das trifft es ganz gut. Meine Lieblingszeitschrift, der Deutsche Drucker, hat auch schon, also ne, ich kannte die vorher nicht, bevor ich mal Frau Werfel kennengelernt habe, aber bei jeder Typo-Veranstaltung gibt es auch immer Frau Werfel vom Deutschen Drucker und die berichtet dann hinterher und auch hier habe ich mich sehr gefreut. User Interface Typographer. Ich habe jetzt zitierbare Quellen für Wikipedia, also es gibt diesen Beruf. Es wurde gedruckt. Normalerweise muss ich an der Stelle hier bei diesem Vortrag immer erklären, was Typografie ist. Hier muss ich das zum Glück nicht so ausführlich tun, wahrscheinlich eigentlich eher gar nicht, deswegen lasse ich das jetzt mal. Nur kurz der Hinweis, digitale Typografie sollte keine niedrigeren Ansprüche haben als analoge Typografie. Also wer jetzt heutzutage noch Ausreden hat, warum irgendwas digital schlechter ist als analog, lasse ich nicht mehr gelten. Der einzige Unterschied, den wir immer noch haben, ist die Kontrolle. Also wir machen meistens eben in dem Programm Sketch zum Beispiel, machen wir einen Sketch und irgendwer muss das dann noch programmieren. Das ist das größte Problem eigentlich, dass wir nicht die direkte Kontrolle ausüben. Und das Layout, wenn ich so schön hier im Detail in Sketch gebaut habe, nicht unbedingt auch genauso dann im Endprodukt steckt, außer ich kümmere mich drum oder mache es selber. Also es geht heute nicht so sehr um Mikrotypografie und Orthotypografie, das habe ich bei den letzten Vorträgen in den letzten Jahren immer gemacht. Ich möchte vor allen Dingen über die Rolle von Text und Typografie im User Interface sprechen. Und User Interface, was hat das eigentlich mit Typografie zu tun? Was bedeutet überhaupt User Interface? Ganz allgemein könnte man sagen, es ist die Gestaltung der Bedienung von Dingen. Irgendwelche Menschen hier im Saal, die User Interface Designerinnen oder Designer sind? UI-Designer, wunderschön, immerhin, 3 Leute oder 4. Kurz mal zur Klarstellung, wo man überall User Interfaces findet, meistens in Form von Screens, weil wir über Screens die Geräte bedienen, die wir so haben, findet die auf den Geräten inzwischen vollflächig statt, also der Screen ist eigentlich das Gerät. Und selbst wenn wir nicht unsere eigenen Geräte benutzen, gibt es auch diese Geräte hier, mit dem wir uns hin und wieder auseinandersetzen müssen. Ich weiß nicht, wie lange noch, aber es gibt eben sehr viele Bildschirme um uns herum und die Gestaltung der Bildschirme ist, hat auch was mit Typografie zu tun. Aber erstmal kurz zur Erinnerung, was das nochmal, wisst ihr noch, was das ist? Das ist ein Buch, das kann man sehr gut bedienen, zum Glück. Das kann man nämlich, falls ein physisches Objekt ist, in der echten Welt hat es einen digitalen Produkt immer gegenüber einen großen Vorteil. Ich kann es wortwörtlich begreifen, ich kann es anfassen. Die Bedienung erschließt sich aus Form und Beschaffenheit heraus und ich kann es mit mehreren Sinnen gleichzeitig erfahren. Und die Schwierigkeit digitaler Dinge hingegen liegt in ihrer Formlosigkeit, beziehungsweise daran, dass sie keine implizite, natürliche Form haben. Wir müssen immer imitieren, wir müssen abstrahieren, wir müssen, wenn wir digitale Dinge gestalten, eine neue Welt erfinden. Die Welt hinterm Glas. Und wenn wir mal bei dem Beispiel Buch bleiben, das Buch auf so einem Gerät fängt schon so an, ich weiß überhaupt nicht, was der machen soll. Ich habe halt die Glasscheibe vor mir und dann sehe ich Text und dann, wie komme ich zur nächsten Seite? Hier wird das Buch zitiert, auch mit einem Übergang und so, aber wenn ich dann anfange, in den Menüs rumzugucken, was da alles noch gibt, spätestens dann wird klar, dass das alles eine künstliche, geschaffene Welt ist und die kann überall anders aussehen. Also das Stück Glas, was ich vor mir habe, kann auch ein Fernseher werden und Dating-Plattform werden und ein Klamottenladen werden. Und jetzt ist es halt gerade mal im Zustand, dass es ein Buch repräsentiert. Und da gibt es 1000 Gestaltungsmöglichkeiten mehr, als wenn man einen Stapel Papier vor sich hat. Und ein User Interface ist immer eine komplett erfundene Welt unter Glas. Also das zitiert oft die echte Welt, aber wir sehen Illusionen von Materialien hinter Glas und können sie nicht anfassen. Das Jahr 2012 war mit iOS 6 vielleicht der bisherige Höhepunkt von virtuellem Material hinter Glas und auch der geschmackliche Tiefpunkt.
Es war eine sehr poetische Phase, eine fast naturalistische Phase in der UI-Design-Mode. Und das ist hier eine dreidimensionale Lederwelt mit Ziernaht. Der Gelsenkirchener Barock des UI-Designs, würde ich mal sagen. Heutzutage ist die Mode ein bisschen zurückhaltender wieder. Das sind die Audioeinstellungen auf dem iPhone und es gibt ein paar Schalter, es gibt ein paar Regler, es gibt ein paar Knöpfe, aber vor allem gibt es ganz viel Text und den nehmen die meisten Leute hier außerhalb dieser Räume nicht wahr. Deswegen kurz mal zur Demonstration. Wenn man den Text wegnimmt, hat man eben nicht mehr so viel auf diesem Bildschirm und weiß auch überhaupt nicht mehr, was das alles soll. Und das war auch schon immer so, das war vor 20 Jahren schon so. Egal ob neu oder alt, wenn der Text weg ist, können wir es nicht mehr bedienen. Ein verständliches User-Interface ohne Text wäre einfach für die meisten Aufgaben ineffizient, unverständlich. Text ist entscheidend und wo Text ist, ist auch Typografie. Um es mal in Areal zu sagen, es gibt keinen unformatierten Text. Die meisten Menschen denken, dass Text so aussieht, wenn man noch nicht Comic Sans eingestellt hat, also vorher. Und ich sage dann dazu, es gibt eigentlich keinen unformatierten Text, es gibt nur ein Spektrum zwischen sinnvoll formatiertem Text und sorglos formatiertem Text und alles dazwischen. Und weil die meisten Menschen Typografie nicht wahrnehmen, haben wir so viel Macht und weil die meisten Menschen es nicht wahrnehmen, habe ich auch diese Slides hier gebaut, um das mal zu demonstrieren. Für euch ein alter Hut, für die meisten wahrscheinlich, aber ich zeige es trotzdem. Man kann dieselbe Information auf ganz viele verschiedene Arten sagen. Das kriegt gleich so einen komischen Geschmack, ne? Es wird noch ruhiger im Raum hier. Zu Recht. Hier wird es vielleicht ein bisschen fröhlicher. Und wenn ihr nicht so auf Star Wars steht, dann vielleicht auf Star Trek. Und das sind nur ein paar Freefonts, ein paar Farben und die wecken gleich bestimmte Assoziationen. Der Text ist immer derselbe. Und wenn überall stecken andere Gefühle drin und wenn man so ein User-Interface ansieht, dann denkt man nicht erst an Text und Gefühle. Deswegen muss ich oft erklären, dass Typografie im User-Interface meist subtiler funktioniert. Also nicht so plakativ wie die gezeigten Beispiele, aber gerade diese subtile Typografie, die wir gar nicht als Typografie wahrnehmen, vielleicht hat die größte Macht. Priorisierung ist eigentlich unser Beruf. In der Typografie ist Priorisierung wahnsinnig wichtig, im User-Interface-Design fast noch wichtiger. Was ist hiervon wichtiger als das andere? Dadurch haben wir zum einen, schaffen wir einen Nutzen für die Nutzerinnen und Nutzer, zum anderen können wir sie aber auch total manipulieren. Wir können jetzt sagen, der rechte Button ist viel wichtiger als der andere. Guck mal lieber nach rechts und drück den mal. Und das meine ich mit Macht. Das Design beeinflusst sofort die Klickentscheidung und das ist natürlich nur ein einfaches Beispiel für etwas viel Komplexeres. Ein digitales Interface erzählt immer eine Geschichte, eine komplett erfundene Geschichte, eine konstruierte Geschichte, wie es funktioniert. Alles, was in der Maschine passiert, ist losgelöst von dem, wie wir es bedienen. Wenn man das einmal verinnerlicht hat, dann weiß man, man kann eigentlich, man könnte es auch alles ganz anders machen und das ist nur ein Ergebnis der Geschichte und vieler Zufälle, dass es so aussieht, wie es aussieht. Kleiner Crashkurs im User-Interface-Design heute mal für euch. Drei Grundprinzipien sind mir immer besonders wichtig, die eine verständliche Bedienung ausmachen. Das erste Prinzip ist es, Orientierung zu schaffen. Und für Orientierung brauche ich eine gestaltete Navigation. Also gehe ich mal von einem Screen aus, in einer App, wo ich Text lese. Dann habe ich meistens auch noch ganz viele andere Screens drumherum, wo ich irgendwas anders machen kann. Und die müssen in irgendeinem Bezug über die Navigation zu dem Screen stehen, auf dem ich gerade bin. Und als Nutzer sehe ich jetzt nicht diesen räumlichen Bezug hier und kann mir auch nicht vorstellen, wie die alle zusammenhängen. Und das sind tatsächlich ist eine Auswahl der Sachen, die hier möglich sind an Navigationspfaden bei so einer App. Als Nutzer sehe ich eher so das hier, nämlich nichts von dem Außenrum. Und deshalb muss das User Interface eigentlich drei wichtige Fragen beantworten. Es muss die Frage beantworten, wo bin ich gerade? Woher komme ich? Wohin kann ich gehen? So in etwa so wie mit dem Leben selbst. Und ein guter Screen beantwortet mir drei Fragen, nämlich, läuft schon? Nee. Ah ja, wenn wir einmal zurückgehen. Hier, über die Animation sehe ich, ich gehe in die Tiefe und ich gehe wieder zurück. Ich habe eine dreidimensionale Vorstellung, wo ich mich befinde in der Navigation. Und dieses nach rechts und links bewegen, das schafft eben das Verständnis, wo was angeordnet ist. Und
Schön und gut, aber viele stellen die Animation aus, was ich noch nie verstanden habe. Aber wenn die Navigation ohne Animationsunterstützung ihre Funktion kommunizieren soll, dann bleibt eigentlich nur noch ein Mittel. Und das ist auch das viel wichtigere Mittel, nämlich der Text. Ich weiß, wo ich bin. Ich weiß, wo ich zurückgehen könnte. Und ich weiß, wo ich überall hingehen könnte. Zum Beispiel hier über Accessibility auf den nächsten Screen in die Tiefe. Also wo bin ich, woher komme ich, wohin gehe ich? Beantwortet mir am besten der Text. Und die zweite Qualität, das zweite Prinzip für Text im User Interface ist Selbstbeschreibung. Jedes gute User Interface lebt von permanenter, überdeutlicher Selbstbeschreibung eigentlich. Vier Beispiele habe ich mal rausgezogen, die wichtigsten, glaube ich. Materialität, also Texturen, Verläufe und Farben als Zitate aus der echten Welt. Nicht nur Dekorationen, sondern können auch die Funktionsweise oder das Genre beschreiben. Also so ein bisschen Leder zum Beispiel, macht man gerade nicht, aber kommt bestimmt auch wieder in Mode. Animationen können eben die Orientierung bieten. Beschriftungen sind am wenigsten missverständlich und Räumlichkeit. Ich muss mal weiterklicken hier. Animation ist wichtig, Beschriftungen sind wichtig. Und Räumlichkeit ist ein Mittel, was auch sehr hilft und auch die Typografie unterstützen kann in so einem Screen-Design. Als die Bildschirme noch viel schlechter waren, wurde auch schon mit Räumlichkeit gearbeitet. Das ist, sieht man da an dem Button. Der hat so einen kleinen Schatten und dadurch guckt er so ein bisschen raus aus dem Interface. Wenn man mehr Farben hat oder wenn man überhaupt Farben im Interface hat, wenn man Farben am Bienen mal hätte, hier haben wir leider nicht so viel Farben. Kontrast ist schlecht, dann könnte man noch mehr machen. Und je besser die Technik, desto deutlicher kann man sowas auch hervorheben. Hier ist noch klarer, dass der Button gewölbt ist. Und 2012 hätte man auf den Button noch so ein bisschen kleinen Schein gelegt. Und leider ist die Mode auch wieder ein bisschen vorbeigegangen. Man hat jetzt weniger visuelle Hinweise bei Buttons, was ich sehr traurig finde, was auch gerne mal wiederkommen kann. Und ich glaube, das kommt auch in den nächsten Jahren, weil ich hier viel sicherer sagen kann, okay, da kann ich raufdrücken, es löst eine Aktion aus und bei dem muss ich überlegen, ist das jetzt Text? Mal sehen. Deswegen, Räumlichkeit hilft super schnell zu unterscheiden, ob wir einen Text nur lesen können, ob wir ihn drücken können, ob wir ihn bearbeiten können oder ob wir ein Element verschieben sollen, da ist auch Räumlichkeit drin. Und gestern fiel schon mal das Schlagwort Affordance von Christian Mariacher. Wenn mir ein Objekt durch seine Form sagt, was ich mit ihm machen kann oder soll, dann nennen wir das Affordance. Und auf Deutsch gibt es ein paar hässliche andere Begriffe. Angebotscharakter, ich lese mal vor, auch Aufforderungscharakter, Anbietung oder Affordanz ist die von einem Gegenstand offensichtlich vorhandene oder tatsächlich gegebene angebotene Gebrauchseigenschaft für Subjekte, Mensch oder Tier. Auch interessant. Und was das eigentlich bedeutet, ist, wir müssen Interaktivität sichtbar machen. Wir müssen zeigen, da kannst du klicken, da kannst du nicht klicken. Und für User Interfaces, da gilt dann halt, was ist das hier? Kann ich da draufklicken? Wahrscheinlich eher nicht, das ist schwarzer Text. Kann ich jetzt draufklicken? Blauer Text, wahrscheinlich, noch nicht so richtig eindeutig. Dann kann man eine Unterstreichung machen, aber dann kriegt man es mit Albert zu tun. Aber wie Albert auch schon vorhin erwähnt hat, das muss ja nicht scheiße aussehen. Man kann dann auch die Unterstreichung ein bisschen dezenter machen und so, dass sie halt nicht wehtut. Und so ist es dann am deutlichsten, dass man draufklicken kann. Allerdings muss man da auch die semantische Bedeutung kennen, nämlich das oben ist Text, das unten ist ein Link, der einen zu einem anderen Ort bringt. Ein Button ist eher was eine Aktion auslöst, also was einen Befehl dem Computer erteilt. So, mach mal jetzt das. Deswegen ist es da auch besser, auf einem Button ein Verb drauf zu haben. So als allgemeine Grundregel, es gibt Ausnahmen natürlich, aber Button ist eher, was mache ich, und Link ist eher, wo komme ich hin. Wie immer ist nicht nur entscheidend, wie es aussieht, sondern auch die textliche, die sprachliche Ebene. Und egal wie die technischen Möglichkeiten sind, die aktuelle Mode gerade ist, ein gutes Interface braucht eben immer Text und Beschriftung. Und Beschriftung, da gibt es meistens eben Inhaltstext und die Beschriftung zu dem Inhaltstext. Häufiger Anfängerfehler ist, die Labels, also die Beschriftung zu betonen und die Daten nicht zu betonen. Und ich habe das jetzt mal schrittweise entschärft, ja. Nicht so die Beschriftung betonen, ein bisschen mehr die Inhalte betonen, vielleicht noch ein bisschen weniger die Beschriftung, die Doppelpunkte können weg.
noch vielleicht ein bisschen kleiner. Das ist natürlich, kommt auf den Fall an, was man machen will und worauf man hinaus will, aber eigentlich ist es tendenziell besser, die Daten zu betonen und nicht die Beschriftung. Nochmal zum Vergleich. Ne? Das lenkt die Aufmerksamkeit eben anders. Ich gestalte ja nicht nur selber Apps, sondern ich verwende auch Apps, die andere Menschen gestalten und bin da oft nicht so sehr glücklich, was ich da bedienen muss. Zum Beispiel war ich neulich im Zug. Ich bin übrigens auch mit dem Zug hierher gefahren. Das geht eigentlich von Berlin inzwischen. Ich verwende schon lange diese App dafür. Es gibt nämlich keine andere. Das ist die App von der Deutschen Bahn, die offizielle. Und ich habe neulich nur durch einen Zufall die wichtigste Funktion in dieser App überhaupt entdeckt, dass es die gibt, nämlich da oben rechts ist so ein kleines Icon, ein Fieberthermometer mit einer roten Bommel und einer Uhr an der Bommel. Und das ist der Status der aktuellen Reise. Das ist das, wo es eigentlich drauf ankommt. Ich will in den Zug einsteigen und wissen, wo sitze ich jetzt, wann kommt der Zug. Und das ist das, was hinter diesem kleinen, putzeligen Icon mir da versteckt wird. Und wenn ich das verstanden habe, dann weiß ich auch überhaupt nicht, was ich machen kann. Da fehlen die Affordances, da fehlt die Struktur. Und ich weiß nicht, wo ich herkomme, ich weiß nicht, wo ich hingehe, ich weiß eigentlich nichts. Und ich demonstriere das mal gerade. Jetzt habe ich das Icon gefunden und jetzt kriege ich das präsentiert. Titel für die Ansicht wäre ganz gut, ne? Aktuelle Reise, Ihr Reisestatus, hier sind Sie gerade, irgendwas. Dann sehe ich hier eine Uhr und eine spanische Wand. Beschriftung, bitte, beschriftet Sachen. Reiseplan, aktuelle Position, ganz einfach. Was macht der Stern? Was macht der Zug? Was macht der Zug, wenn ich im Zug auf den Zug drücke? Keine Ahnung. Was kann ich dann Upgrade auf die erste Klasse aus der zweiten mir holen in dem dritten Icon und schon wieder die spanische Wand? Aber die macht hier was ganz anderes übrigens auch als die obere. Beschriften. Meine Favoriten, Reiseauskunft, meine Tickets, Karte. Ich habe die Beschriftung jetzt reingemacht, im Original sind die nicht so drin. Ich muss jedes Icon anklicken, um zu wissen, was sich dahinter verbirgt. Das ist unangemessen kryptisch und natürlich unangemessen kompliziert. Schon in den 80er Jahren hat Bruce Tognazzini gesagt, ein Wort sagt mehr als 1000 Bilder, das zitiere ich auch seit Jahren. Und seit 1985 weiß man, dass Icons in User Interfaces doof sind. Man das nicht machen sollte, sondern lieber Text hinschreiben, ist deutlicher und dann vielleicht mit Symbolen anreichern. Aber erstmal ist der Text entscheidend. Und seit 1985 wissen wir das und 2000, was haben wir jetzt? 19 sieht so aus. Und dann stehe ich am Bahnhof und ärgere mich schon wieder über diese 20-jährigen Leute, die auf dem 27-Zoll iMac diese App vermutlich gestaltet haben, wenn ich dann nämlich am Bahnsteig stehe und dann wissen will, wo ich welchen Wagen und welche Platznummer ich habe. Winziger Text. Ah, Wagen 37, Platz 33. Oh, da fehlt ein Leerzeichen. Naja. Ist aber nicht von mir, das ist ein Original-Screenshot. Nee, eben, das ist akuter Platzmangel, deswegen geht es nicht anders. Und ich habe eine Faustregel, die ich gerne anwende, nämlich Text muss so groß sein, dass man ihn lesen kann. Das ist, könnt ihr mich zitieren. Und das, aber um ein bisschen ernsthafter zu werden, dass man das lesen kann und bedienen kann, betrifft eigentlich alle, weil jeder diese App nutzen muss, um mit der Bahn zu fahren, wenn man nicht die Tickets sich ausdrucken lassen will. Und wenn man das so macht, dann diskriminiert man einfach auch weite Teile der Bevölkerung. Und zwar mich schon fast ohne Brille und Albert wahrscheinlich auch. Ne? Weiß ich nicht. Kannst du noch gut deine Tickets erkennen und so? Okay, na gut. Entschuldigung. die dritte Qualität von Text in so einem User-Interface ist der Dialog. Also einen Dialog mit der Maschine zu führen. Und wir sind eigentlich schon seit Jahrzehnten im Dialog mit Maschinen, schriftlich. Die Maschine fragt, wir antworten oder umgekehrt. Und früher war das so, da mussten wir uns noch die Befehle merken, um dem Computer zu sagen, was wir wollen. Aber jetzt kriegen wir meistens eher sowas hier, so Multiple Choice. Und hier gibt es zwei von mir manipulierte Screens. Auf dem linken steht
Seht ihr den Unterschied? Ab welcher Reihe seht ihr den Unterschied? Okay. Auf der linken Seite steht Achtung, möchten Sie Ihre Daten behalten und nicht für immer zerstreuen? Abbrechen, okay. Und auf dem rechten steht Achtung, möchten Sie Ihre Daten nicht behalten und für immer zerstören? Abbrechen, okay. Also es sind genau die gegenteiligen Sachen und schwierig. Also eigentlich ist die Faustregel, okay ist nicht okay. Im User Interface Design, immer wenn irgendwo okay steht, nochmal überlegen, kann man die Beschriftung nicht anders machen. Für einen Befehl sollte eigentlich nie okay sein, vor allen Dingen, wenn es irgendwas Schlimmes macht. Okay ist nicht okay. Es wäre besser so zu verfahren, also erstmal die richtige Frage stellen, alle Daten endgültig löschen, dann alle löschen als Antwort, dann weiß man nämlich da, dass man nicht automatisch draufdrückt, dann noch als destruktiv kennzeichnen. Und dann dachte ich, das ist so konstruiert, habe ein paar Beispiele gefunden, aber dann habe ich das gefunden, das ist eigentlich noch viel schlimmer. Das sieht man auch öfter mal. Scannen verlassen ist die Überschrift, unten steht Ja und Nein. Und da im Kleingedruckten steht, dies wird alle gescannten Seiten löschen. Bist du sicher? Also erstmal lasse ich mich nicht gerne duzen von Apps, die ich bezahlt habe. Obwohl, ich habe euch auch einfach so geduzt. Also, na gut. Dann, kann man das natürlich besser machen. Nach dem Verfahren machen wir das jetzt auch mal hier. Ja, abbrechen und alle löschen ist besser als Nein und Ja. Und gescannte Seiten löschen als Überschrift, das ist auch gut. Und wenn man dann noch Zeit hat, dann kann man das Kleingedruckte nochmal anfassen und dann hinschreiben, beim Beenden werden die bisher gescannten Seiten gelöscht. Ja, das ist so einfach. Und deswegen folgt meinem Aufruf, Nein zu Ja, Nein. Okay ist nicht okay, Nein zu Ja, Nein. Ist schwierig, aber wenn man sich das merkt, dann macht man schon viel richtig, was viele Leute, die das angeblich als Beruf machen, nicht können. Wieder kommt es auf den Text an, und zwar nicht nur, wie er aussieht, sondern auch, was der Inhalt ist. Und das lässt sich eben auch im User-Interface-Design kaum trennen. Und eine der wichtigsten Sachen der Typografie ist im User Interface oft, außer bei Spielen, darüber rede ich heute nicht, aber eine wichtige Aufgabe ist, nicht zu irritieren. Und User Interface Design und Typografie haben da einiges gemeinsam, wenn es wirklich nur um diese Transparenz geht, die natürlich auch nicht immer gefragt ist. Eine Sache, die extrem hilft, ist, Konventionen zu berücksichtigen. Und zwar habe ich vorhin auch ein bisschen gelogen. Eigentlich sind Konventionen ja sehr wichtig und verbreitet, selbst bei Büchern. Ich habe vorhin behauptet, es gäbe eine eindeutige Form, die sich aus der Bedienung ergibt. Aber eigentlich, wenn man mal genau drüber nachdenkt, intuitiv ist daran auch nichts. Nichts ist intuitiv, was man irgendwie bedient. So ein Buch, da brauchen wir kulturellen Kontext, müssen wir lesen können. Wir können das vorhandene Wissen über Bücher anwenden. Also Seitenzahlen zählen hoch, nicht runter, blättern von rechts nach links, lesen von links nach rechts und so weiter. Das sind ja alles Sachen, die nicht aus dem Objekt sich ergeben, sondern kulturell sind und gelernt sind. Und bei vielen Gebrauchsgegenständen ist es sehr sinnvoll, dass man sein Wissen von einem zum anderen Objekt übertragen kann, zum Beispiel bei so einem gefährlichen Mordinstrument hier. Wir wollen nicht jedes Mal das Autofahren neu lernen, nur weil wir mal ein anderes Modell von einem anderen Hersteller fahren. Deswegen gibt es dafür Regeln und deswegen ist User Interface Design auch ein Handwerk, vielleicht sogar genauso oder noch extremer als Typografie. Ich glaube, man muss es einfach jetzt gerade auch noch krasser sagen, weil es nicht allen bewusst ist, dass erstmal ist es ein Handwerk, was gelernt werden muss, wie man was bedienbar, gut bedienbar macht. Und ich bin immer erstaunt, also das kommt, glaube ich, aus den 90er Jahren. In den 90ern hat man solche Websites gemacht. Hier, das ist von der Dresdner Bank. Ich habe den irgendwo im Netz gefunden, den Screenshot. Das ist die Bank-Website. Und da kamen eben die Quereinsteiger von überall mit ihren Geschmacklosigkeiten und haben gesagt, oh, ich kann Internet, und haben dann Websites gemacht. Und das war natürlich auch mal interessant, was da so rauskommt, aber es war eben auch nicht, also es ist eigentlich eine Beleidigung für jede Gestaltung, die vorher war. Und ich versuche immer allen zu erzählen, wir machen keine Multimedia-Kunst, wenn wir User-Interface-Design machen und unterrichten. Deswegen, es wird zu wenig geschichtliches Wissen, hartes Wissen, zu wenig Grundlagen vermittelt, was das angeht. Wenn wir eine App gestalten, dann sollten wir vor allen Dingen nicht das Rad neu erfinden. Beim Web ist es ein bisschen freier, aber sobald man auf einem bestimmten Betriebssystem gestaltet, ist es wichtig, erstmal das Betriebssystem zu kennen und dann die ganzen Komponenten zu kennen. Und die Standardkomponenten von so einer Plattform sind das visuelle Vokabular, die vertrauten Funktionen und Dinge, die man eben aus anderen Apps schon kennt, wo man das Wissen transferieren kann und nicht alles neu lernen muss.
Und wir haben zwar keine jahrhundertealte Tradition im User-Interface-Design, aber wir haben eine jahrzehntelange Tradition, wie ich schon mit dem Icon-Zitat von 1985 gezeigt habe. Das ist alles nicht brandneu, es gibt keine neuen Medien mehr, es sind jetzt nur noch Medien. Es sind nicht mal nur Medien, sondern es ist eigentlich das ganze Leben. Und die besten Lehrbücher für sowas, für handwerkliche Grundlagen, die sind leider nicht in den Designhochschulen im Lehrplan meistens, außer wenn ich da bin und dafür sorge. Von welchen Lehrbüchern spreche ich? Von den HIG. Wer kennt HIG? Yeah, sehr gut. Eine Person, oder? Zwei? Human Interface Guidelines. Und die gibt's, das sind die Richtlinien für die Gestaltung auf den unterschiedlichen Betriebssystemen. Die gibt es für jedes Betriebssystem. Hier mal das Beispiel Apple, mit dem ich am vertrautesten bin. Da kann man sich auf allen Detailstufen Wissen anlesen. Also Navigationsprinzipien für die Plattform, was ich vorhin gezeigt habe, stehen da auch drin. Jede einzelne Komponente, wie Buttons aussehen, wann man sie verwendet, wie man sie verwendet, wie man sie beschriftet am besten. Typografische Aspekte kommen zur Sprache und die sind auch gar nicht mal so schlecht, sind sogar ziemlich gut dokumentiert. Und die gibt es für alle Plattformen, alle von Apple, es gibt sie für Android und es gibt auch bei Wikipedia eine Liste von allen Human Interface Guidelines, die für die verschiedenen Plattformen so zur Verfügung stehen. Denn im Detail fühlen sich zum Beispiel iPhone und Android komplett unterschiedlich an. Und die Philosophien sind unterschiedlich, die Mechanismen sind unterschiedlich, die Paradigmen, die wir da zur Bedienung benutzen, sind unterschiedlich. Und deswegen halte ich auch nichts von so Cross-Platform-Apps, weil die meistens sich zu sehr nach dem anderen anfühlen und ein bisschen Unterschiedlichkeit ist doch auch gut. Details sind ja auch unser Business, deswegen empfehle ich mal, wenn man auch nur aus historischem Interesse sich das mal antun will, die frühe 90er-Jahre-Ausgabe gibt es als PDF im Web ganz einfach zu finden von den Apple Human, Macintosh Human Interface Guidelines. Ich habe mir neulich die für Windows besorgt, für Windows 95. Das ist so ein Klopper, hat 5 Euro gebraucht gekostet. Ist auch interessant, wie unterschiedlich die gemacht sind und da versteht man auch dann viel tiefer das Fach und die ganzen Motivationen dahinter. Und diese ganze jahrzehntelange Erfahrung im Handwerk wird trotz wahnsinniger Budgets bei den verbreitetsten Apps für Millionen Budgets wird dieses ganze Wissen mit den Füßen getreten. Wir haben so eine seltsame Mischung aus Navigationstypen. Wir haben Doppelreihen mit unbeschrifteten Tab-Navigationen. Wir haben vertikale Ausklappmenüs zum Rätselraten. Wir haben mikroskopische Schrift und wahnsinnig unübersichtliche Navigationskonzepte. Und oft sind es Apps, die durch ihren Content keine Konkurrenz in ihrem Genre haben und die sind nicht wegen, sondern trotz ihres Designs noch im Business und könnten es eigentlich viel besser machen. Da hilft auch kein Design Thinking übrigens, da muss man mal Handwerk lernen. Da kann man so viel Design thinken, wie man will und Post-its kleben, wenn man am Ende nicht weiß, wie ein gutes User-Interface funktioniert, geht's halt nicht. Und jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich so anderthalb Minuten, bevor Frank zu Ende ist mit Reden, wo ist dann eigentlich der Spaß? Frank, das muss auch Spaß machen. Diese ganzen Regeln immer und so. Und ist voll langweilig, so nur nach Regeln gestalten. Wenn man die Regeln kennt, dann darf man sie auch brechen. Na, das ist die Freiheiten, die wir uns da nehmen können, die gibt es ja immer in der Gestaltung, aber man merkt eben, ob man die Regeln kennt, bevor man sie verletzt oder ob man sie einfach verletzt aus Unwissenheit. Und auch bei der Autogestaltung kann man es ganz gut sehen eigentlich. Die Autohersteller schaffen es auch, individuelle Erlebnisse und Designs zu schaffen, die unterschiedlich wirken, aber in den Funktionen relativ ähnlich sind. Und wer schon mal ein Auto hatte, wo dann irgendwas an einer anderen Stelle war, als bei allen anderen, dann denkt man sich nur, Mann, warum denn? Also die gestalterische Freiheit steckt im Detail. Bei Apps richte ich mich da bei den Navigationsprinzipien, bei den Grundkomponenten, Schriftgrößen nach den Systemstandards und dann gebe ich dem Entwurf über Farben, Formen und Liebe zum Detail eine Seele, würde ich sagen. Und ich mache natürlich auch ein bisschen Self-Promotion hier. Ich habe eine App gestaltet, um Wikipedia-Inhalte zu lesen, die Boris schon erwähnt hat. Die ist erstmal grundsätzlich nach so Prinzipien von iOS aufgebaut, aber spielt an ganz vielen Stellen mit den Freiheiten, die man sich auch gönnen kann. Wie man zum Beispiel Fotos anguckt, das ist schon nah an dem, wie man es erwartet, aber die Animationen sind im Detail ein bisschen anders und es fühlt sich aber ähnlich an, sieht ein bisschen anders aus. Und ich gönne mir auch manchmal mehr Freiheit, wie zum Beispiel so ein Finger zusammenkneifen, kann man da das Menü aufklappen. Und trotzdem fühlt sich dann an wie so ein Standardding, was man schon immer benutzt hat, wenn man es dann aufgeklappt hat. Werkzeugleiste ist unten,
wie gewohnt, aber wenn man auf was, irgendwas auf den Bookmark drauf tippt, dann kriegt man kleine Überraschungen und kann in der Umgebung auch nach Artikeln suchen. Und da habe ich auch mir ein eigenes Interface ausgedacht, weil es dann noch nichts gab, was vergleichbar ist. Und also es das heißt nicht, dass wenn man die Regeln befolgt, man automatisch den Fortschritt verneint oder so, sondern man kann eben damit auch spielen und die Grenzen austesten. Hier ist die Textsuche in meiner App, da breche ich einmal auch das Beschriftungsprinzip, ne, und mache keine Fehlermeldung, sondern mache das als, wenn nichts gefunden wird, dann ist das hier. Und wenn ihr mehr über die Detailtypografie in meiner App erfahren wollt, gibt es den Vortrag zum Beispiel von der Typo 2008 auf YouTube. Nochmal zusammengefasst, Rezepte, beantworte wo, woher, wohin, beschrifte immer alles, signalisiere Interaktivität eindeutig, mach den Text größer, noch größer, vermeide die Antworten Ja, Nein und Okay im Dialog, respektiere gegebenenfalls die Human Interface Guidelines, beschäftige dich mit Typografie, muss ich euch nicht sagen. Normalerweise sage ich immer noch, kauft euch mal so ein schönes Buch. Das ist das Schöne daran, wir müssen nicht sagen, Bücher sind doof und digital ist cool, sondern wir können sagen, wir lesen was in den analogen Büchern und packen unser Wissen dann in die digitale Welt. Und User Interfaces leben von gutem Text und Text lebt von guter Typografie. Vielen Dank. Er hat da auf seinem Screen ein unglaublich gutes User-Interface, wo es so die Zeit so hoch zählt. Ja, und er liegt bei exakt 32 Minuten. Also das finde ich brillant. Keynote. Ich habe davon mal gehört, es gibt solche Software. Es ist wirklich toll. Zwei Dinge, die mir besonders nochmal wichtig sind, herauszuheben an dem, was du gesagt hast. Das eine ist, dass du sehr am Anfang gesagt hast, es gibt keinen unformatierten Text. Ja. Das ist, macht so unglaublich viel deutlich von dem, was wir machen. Es gibt einen nun ja berühmten Satz von Watzlawick und den können wir wunderschön auf uns übertragen. Man kann nicht nicht kommunizieren, man kann nicht nicht gestalten. Ja, und ich glaube, das muss uns wirklich bewusst sein, mit all den Dingen, die wir tun und die jeder tut, und zwar nicht nur die Gestalter, machen wir Gestaltung. Der einzige kleine Unterschied ist, dass wir möglicherweise solche Dinge wissen oder lernen können, die uns dazu, die dazu führen, dass wir schließlich endlich zum Beispiel, schöne andere Begrifflichkeit, ein visuelles Vokabular, was in bestimmten Stellen erwähnt wird, wirklich nutzen. Gibt es Fragen an Frank Rausch? Weil ich an der Stelle mich an die Systemstandards gehalten habe und das ist auch nochmal wichtig. Ihr werdet, wenn ihr genau guckt, auch ein paar Stellen immer finden, wo ich die Regeln breche, die ich propagiere, weil man muss immer einen Kompromiss machen, man muss immer abwägen. Ne? Manchmal macht man auch Sachen dann, wie in dem Fall, damit es einfach nicht scheiße aussieht, ist auch ein Argument und Die Icons, die da drin sind, in dieser Leiste unten, die du meinst, das sind auch Standardsymbole. Das ist das Teilensymbol, das ist vor und zurück. Das ist also vier von den fünf sind Sachen, die man halt schon kennt, die brauchen dann auch weniger Beschriftung. Aber klar, es ist immer ein Kompromiss und ich stehe dazu. Sehr schön. Danke, Frank Rausch. Ich weiß, wir sind weit über die Zeit hinaus, aber jetzt keine Pause zu machen, wäre blöder als eine Pause nicht zu machen. Es gibt 20 Minuten Pause, es gibt Bier und Kaffee. Viel Spaß.